Na, dann kann das gehen. Ja, meinetwegen, nach dir. Auch noch, du willst du sehen, das Dilemma, ja? Ja, mir ist das ein bisschen zu heikel. Da direkt neben dir. Loszuschüsseln. Na denn, ich lache, ne? Nein, nein. Ich gucke einfach nicht hin. Ich lade es auch nicht auf YouTube hoch. Ruhig, Bruder, ruhig. Hilfe, Hilfe, was nicht weiter. Wird jetzt starten, aber irgendwie yes. Fliegst du hier gerade über die Landebahn. Ja, ich glaube, ich bin in der Luft. Ja, und Fahrwerk nicht vergessen und Kurs 110, 107. Tracking target. Get me closer, out of range. Ist dann noch was? Haben einen Cord in Sicht. Target lost, Commander. In der Stadt okay. Fährt auch was. Searching. Truppenbewegung in der Stadt. Bei dem Ziel, was ich vorhin bekämpft habe, ein bisschen weiter hinter ein paar Häuser rein. Looking for targets. Center. Ja. Target in sight. Ready to fire. Launch. Hat jemand geschossen? Ja, ich habe geschossen, ich wollte gerade sagen, Rifle. Good effects on target. Kurz zerstört, dreh ab Richtung Norden. Triple A Feuer, aber ich sehe nicht von wo an. In den Häuser rein irgendwo. Ich habe eben so ein DSDS-HK gesehen. Observe on searching. Da vorne ist. Hast du diese Infanterie mit Kanone? Target search. Da sind mehr Infanteristen. Hier im Wald scheinen sich mehrere Soldaten zu verstecken. Zumindest hat die beim Petrovic eben gesehen. Observe
machen. So, das ist ein Busch, das ist ein Busch. Observe on searching. Das war ein guter Schuss. 3 Kilometer geht's wiederum. 3,5 ist zu viel. Looking for targets. Musst du übrigens vorhalten. Ja, ich habe vor allem den Feuerrad auf Flow gestellt, das... Ja, das ist ganz gut. Da ist noch eine, hier ist noch eine Triple A. Rifle auf DSK, der fährt. Kommt Schuss von der Cord, glaube ich. Ah, ich habe eine Triple A. Auf, einem Feld, Rifle. Geschossen? Ja, ich hab geschossen. Rifle. Yeah, good effects on target. Rifle. Was ist sowas? Ich kann mich doch mit einer... War keine Rakete zu benutzen. Oh, das ist ein TOW, haben die. Oder allgemein einfach nur ein TOW. Kann ja nichts anderes machen, ja. Schießt jemand von euch? Ja, Rifle, Entschuldigung. Das ist eine große Gruppe. AE und High Fire Rate. Lass mal in die Gruppe reinhalten. Tracking target. Ready to fire. Hat funktioniert. Ich versuche einen Rifle auf dem ZSU 23, aber die ist irgendwie obstructed. Can't launch. Shift right. Engage. We Rifle. Are out of missiles. Yeah, good effects on target. Ziel zerstört. Ground fire. Wunderbar. Die nächste Gruppe im Wald. Glaube ich zumindest. Ich sehe zumindest dieses eine weiße Fahrzeug da. Ja. Oh, ich glaube, ich sehe auch einen. Bin mir nicht ganz sicher, ich schieße aber einfach mal drauf. Rifle? Wo ist nochmal der Fuel eigentlich bei dem Ding hier?
Rechts, rechte Anzeige, rechte Seite ist eine Anzeige, so rum. Ja, Tim, komm, guckst du nicht hin, krieg einen schönen Start hin. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt an deiner Stelle, ich bin ja nicht da, um das zu überprüfen. Mhm. Oh Mann. Ja, ist aber noch genug Sprit drin, Kaktus. Ja. Aber die, über die Hälfte, ganz knapp über die Hälfte noch. Also die 30 mm ist schön, ne? Aber ich muss sagen, die Russen können keine präzisen Kanonen bauen. War das nicht irgendwie auch der Grund, dass so die KS-23 entstanden ist? Haben ein paar Luftabwehrgeschütze gebaut und haben sich gedacht, ja, das ist eine Scheiße, also machen wir da auch Schrotflinten. Abgasau, Generator. Oh. War ziemlich zu viel. Wow, was ist denn los? Zugsuchern wäre es eben. Abgasau, Generator. Mein Start hat nicht geklappt. So ich glaube, ich lasse den Heinz sein. Taxing. Ne, warum? Verstehe ich auch nicht so ganz, T-Red, weil... Heute kein Heintag. Ihr braucht bestimmt Truppen. Jede Menge. Mhm, ich glaube, ich steige jetzt euch auch auf die Mi-8 um. Wenn du kurz auf mich wartest, ich bin noch 15, 17 Kilometer weg. Und wenn ich gelandet bin, würde ich auch in die 8 nehmen. Kaktus, hast du noch genug Munition und Sprit? Sprit, ja, Munition. Ja, wobei eigentlich meist neigt sich gerade ein bisschen ein Ende zu. Ich schaue noch, dass ich hier die letzten Wickers noch loswerde und RTB ich. Oh. Ich glaube, ich habe gerade ein paar Ziele gefunden. Michael? Aber bist du noch da? Fliegst du noch? Bin noch da. Fliegst du auch noch? Ich flieg auch noch. Ja, schmeißt du einfach nur Bomben drauf ab, weil du bist bestimmt schon wieder in der Luft, ne? Ich hau jetzt einen ungelenkten Raketenwerfer auf die ganze Stadt und dann hau ich wieder ab.
Copy. Bin bisher noch keine Attacker losgeworden. Nee, doch Attacker. Oder Sturm. Sturm. Weil alles entweder irgendwie obstructed ist oder er nicht sieht. Ist irgendwas. Ich fand's so lustig, dass die Ukrainer wirklich dabei den Russen angerufen haben, wie man da den Panzer repariert. Ja, weil sie über Panzer beschwert haben. Das war wirklich übel. Ja, die Hydraulik ist scheiße und das kann nicht wahr sein, dass das dann gleich kaputt geht. Man darf ja nicht vergessen, die haben ja mit denen Verträge, also das ist ja bestimmt Wartungsverträge mit drin. Ne, im Kriegsfall glaube ich nicht. Ja, zumal ja die Ukrainer haben ja den 64er, weil sie den ja selber bauen. Ja, aber wenn man so ein T90 oder sowas selber... Also neu bauen die, glaube ich, den nicht, die 64er. Ja, aber die haben dafür, aber da bei denen entwickelt wurde. Ja. Der kann auch sogar richtig schnell rückwärts fahren im Vergleich zu allen anderen Russen. Nee, ja? Das ist der T80. Der T80 von denen kann schneller rückwärts fahren? Ja. Okay. So. Ja, der Rest wurde nach dem Motto gebaut, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ja, habe ich auch nie ganz verstanden. Letztens habe ich gelesen, dass aus Gewichtsgründen haben wir das Getriebe darauf beschränkt, 4 Kammer rückwärts zu fahren. Ich glaube, das kann auch wieder Kostengründe gewesen sein. Gut, die wollen 40 Tonnen Panzer haben. Aber ich sag mal, kann man das aus Kostengründen, kann ich mir das noch erklären, sonst weiß ich nicht, warum die es gemacht haben. Dumm. Also ich verstehe es wirklich nicht. Das ist meistens ja, die Doktrin damals war halt anders, oder? Die Doktrin war anders, aber ich sag mal, entweder muss es das denn so viel mehr Kosten gehabt haben, dass ich gesagt habe, gut, Doktrin bedenkt, dicht mir drauf. Kanonen sind ja in Ordnung. Panzerung, die Frontplatte war eigentlich aus der Zeit hervorragend. Aber der Rückwärtsgang war kraus. Touchdown.
Ja, ich bin auch im Landeanflug und ich erkläre das hier zu einem Notfall. Also geht weg. Das sieht auch wie ein Notfall aus, ja. Das war's auch schon für heute. Herzlichen Dank an alle, die das Video bis zum Ende verfolgt haben. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Unterhaltung während unseres entspannten Missionsabends. Obwohl mein Start nach dem Einsatz der Bodentruppen nicht optimal verlief, hoffe ich dennoch, dass ihr beim nächsten Video wieder einschaltet und dazu beitragt, meinen Kanal weiter wachsen zu lassen. Ich verabschiede mich für heute und wünsche euch erfolgreiche Starts und sanfte Landungen. Bis bald, euer Chief.